Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013 im Multiplayer mit dem David und dem Marco zusammen. Grüß euch. Ja, David heute alias Hancock hat heute mal übersinnliche Fähigkeiten mitgebracht und ärgert den Marco schon wieder. Nee, andersrum. Auf zu lügen. Wisst ihr, an was mich das gerade erinnert? Austin Powers. Ja. Austin Powers wohl mit dem Golfkart versucht umzulenken. In dem engen Gang. Oh, er hat's geschafft. Oh. Dann werf ich halt um, Junge. Ey, kommt ihr klar. Du kommst hier nicht weg. Ja, wir haben uns so gedacht, wir machen mal eine neue Spielsession, aber ach, das ist Alter, einfach. Alter, Mungo, geh weg, Alter. Es ist halt einfach sinnlos. So, gut. Ja, ich würde sagen, wo war man stehen geblieben überhaupt? Wow, wir haben was weggeschafft, glaube ich. Geld haben wir. 446.000. Moment, ich gebe euch erstmal. Maishäcksler kaufen. Was müssen wir kaufen? Maishäcksler. Maishäcksler, ja. Kartoffelzeugs. Na, ich würde sagen, wir machen erstmal Kartoffeln, oder? Brauchen wir noch ein bisschen Geld. Brauchen wir noch ein bisschen Geld. So, schau erstmal, hier die Sämaschine steht. Da können wir erstmal weiter ansehen lassen. Genau, hier hat man ja Raps. So. Können wir uns hier mal aus Langeweile einen Kescher holen? Könnten wir auch machen, ja. So, zack. So, die läuft wieder. Die Sämaschine hier war fertig gewesen. Ach genau, das ist hier unten. So, was macht man jetzt? Wie sieht es denn eigentlich aus hier? Ich habe gar keinen Plan so richtig. Ach hier. Okay, Feld 19 und 12 ist angesät. Feld 14 haben wir uns noch gekauft. Wir wollten uns ja Feld 13 oder 11 noch zulegen, ne? Ich würde sagen, das können wir ja auch gleich mal machen. Zum Kartoffeln? Was? Wollt ihr erstmal Kartoffeln machen? Ja. Schmeißt du schon wieder 100.000 raus oder was? Die uns wieder fehlen. Naja, aber wir brauchen noch ein Feld, um Kartoffeln zu machen. Wir haben noch ein Feld. Na, dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal eine Sämaschine. Kartoffelleger, den 6 Reihen. Na, dann kaufe ich erstmal den Kartoffelleger. Moment mal. Frontlader, Kartoffelernter. Krümme, Kartoffeln, roten Menü vorbei. Welcher ist denn das? Irgend so ein Grimme. Dieser KS 75-4, oder? Ne, Krautschlager überzeugen. Ach ne, Quatsch. Müssen ja, wenn dann zu Sämaschinen. Ja. Kartoffeln legen. 4 Reihen. 6 Reihe. Grimme GL 660. Kartoffeln legen. Ah ja. Grimme GL 660. So, den kaufen wir erstmal. Na, da hole ich den gleich mal ab, wa? Jo. So. Soll ich die Zeit mal hochnehmen? Ja. So, können wir hier gleich mal über den Feldweg hacken. Hack, hack, hack. Wir können auch Feld 15 und Feld... Ja, Feld 15 können wir auch schon wieder neu ansehen. Wenn da mal jemand rüberfahren würde mit der Sämaschine. Bin gerade dabei. Machen wir halt nur noch mal Raps drauf, oder? Würde ich sagen.
So. Und ansonsten gibt's was Neues? Nö. Ja. Nichts Neues. Also bei mir nicht. Marco, gibt's auch nichts Neues, nehme ich mal an, seit vorhin. Nö. Nö. Ja, wir haben ja schönes langes Wusterwochenende. 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 Heute ist ja Freitag, also Karfreitag quasi. Und ja, haben uns gedacht, spielen wir mal wieder eine Runde. Weil Karfreitag geht sowieso nichts, oder? Genau. Und wie ist das eigentlich? Karfreitag darf ja keine musikalische Beschallung oder irgendwas sonst wo stattfinden, ne? Das weiß ich nicht. Na, Karfreitag ist doch so. Wie ist denn das eigentlich bei euch, Marco, in Berlin? Sind da heute trotzdem Veranstaltungen oder sowas? Pff, fragst du mich was? Weil eigentlich ist doch Karfreitag so, dass man. Karfreitag darf doch keine Musik gespielt werden und sowas. Also keine Disco oder irgend sowas halt. Ja, vielleicht wohnt doch bei euch auf dem Dorf, ja. Aber. Pass mal auf. Bei uns ist es den Leuten egal. Ja. David? Ja. Wir fahren doch heute. Wir haben ja heute Abend auch noch Vereinsabend, das kommt ja auch noch dazu. Wir zocken jetzt hier gerade, es ist Nachmittag und abends ist ja Vereinsabend, da gehe ich ja mit dem David immer freitags hin. Gell? Und da wir ja auf dem Dorf wohnen und der Markus sich so richtig schön drüber lustig macht, dass wir ja auf dem Dorf wohnen, weil er kommt ja aus der Hauptstadt. Und ja, da wollte ich dich mal fragen, David, ob du ob wir heute, also ob ich meine zwei Pferde noch mitbringen soll. Wenn wir heute Abend reinfahren. Oh, ich habe schon Dreier im Hänger. Weiß nicht, ob die noch reingehen. Naja, ich weiß ja nicht. Wir fahren doch mit der Pferdekutsche wieder rein, oder? Ja. Ja. Naja. Nicht mit dem Ochsenwagen? Ja gut, spann mal die andere Kutsche auch noch ein. Fährt hier noch seine eigene. Ja, fahren mit zwei Kutschen heute Abend rein. Ja. Ja, hast du eigentlich schon Wasser am Bach geholt? Habe ich schon gemacht, ja. Ach so, na gut. Hätten wir nachher zusammen sonst, aber okay, wenn du heute schon Wasser geholt hast, dann ja, mach. Ja, wir werden ja noch welche brauchen, wenn du mit deinem Pferd hochkommst. Ach so, ja gut. Ein bisschen was. Ja, können wir ja nachher noch Wasser am Bach holen. Ja. Habt ihr auch schon Kerzen gegossen für die Nacht? Damit ihr Licht habt? Also ich habe manchmal das Bedürfnis, einfach mich ins Auto zu setzen, nach Berlin zu fahren und... ja. So, hauen wir hier erstmal Saatgut rein in unseren Kartoffellager. Legemaschine auffüllen, da steht's schon. Mal gucken, wie viel reingeht. Oh, kann ich auch gleich noch tanken fahren, sehe ich so. Auch schon über halb leer. Ja, und ansonsten, gibt's sonst was Neues? Nö. Marco, den haben wir ja gefunden, ich und der David. Gell? Wir sind damals bei uns, also jetzt wohnt er mittlerweile in Berlin und hat sich ganz gut integriert, aber wir haben ja früher, weiß ich gar nicht, vor ein paar Monaten oder so, haben wir den mit Brotkrümeln aus dem Wald gelockt. Und und haben ja erstmal ja. Mit Käfig. Was sagst du? Brotspur legt mit Käfig, weißt du? Ja, na klar. Da haben wir ihn gefangen und haben erstmal mit in unser Dorf genommen und alles und ja, dann haben wir ihn halt laufen lassen. In the village. In the village. So. Das Feld hinten, was wir neu gekauft hatten, ist ja schon gegrubert, ne? Wo der Grubber gerade draufsteht. Keine Ahnung. Theoretisch sollte es sein. Praktisch. Hat jemand gerade mal, ist jemand mit dem Traktor unterwegs oder kann mal den Grubber wegfahren? Nein. Nein. Na warte, mach ich selber, kein Problem. Das ist gut. Ach so, auch hier könnten wir natürlich wieder einen Dünger dranhängen. Ich bin blöd. Na egal, jetzt tun wir erstmal hier Kartoffeln ansehen, das dauert sowieso ein Stück.
Sie besitzen dieses Feld nicht. Gut. Ich bin auf dem falschen. Könnte sein. Da wo der Gruppe steht, das haben wir glaube ich nicht. Das da drunter haben wir. Das da drunter? Ja, warte. Da drunter ist keins. Nee, oben. Muss wieder hochfahren. Ach ja, nee, daneben. Oder daneben, ja. Feld 14. Ja. Das hier haben wir. So, auf geht's. Leg Kartoffeln, Sportsfreund. Okay, nehmen wir gleich mal ein Tempomat hoch. Dass es hier ein bisschen schneller geht, weil bei 6 Reihen, was da hier legt, das ist ja nicht allzu viel. Ja, ich glaube, das hättest du anders anfangen sollen. Warum? Weil dort Steine liegen. Ah, okay. Oh nein, das war der falsche Knopf. Ja, stimmt natürlich, da liegen Steinchen. Aber da hinten ist auch eine Steinwand. Das ist doof, ne? Das ist doof. Ja gut, dann machen wir es halt doch trotzdem so. Genau. Was machen wir jetzt mit dem Gruber hier? Na hier stehen lassen. Brauchen wir ja, wenn wir Kartoffeln, brauchen wir ja den Gruber. Gut, dann fahr ich drüber in die Halle. Ja, genau. Genau, da drüben in der Halle. Kannst den Case gleich dran lassen. Ja. Das passt schon. So, läuft irgendeine Seemaschine? Eine Seemaschine, läuft irgendeine Erntemaschine? Jupp. Yep. Marco erntet. Ah ja. Überleg grad. Nehmen wir mal die Zeit ganz hoch. Dann könnte eigentlich auch. So. Ja, das klappt ja wunderbar hier. Hast du auch Raps, Marco? Gerade habe ich Weizen gemacht. Achso, hier haben wir noch ein Weizenfeld. Ja, hatten. Hatten, ja. Jetzt kommt Raps. Wo steht denn die Seemaschine jetzt überhaupt? Wie viele Helfer sind jetzt schon wieder aktiv? 3. Na super. Warum? Was willst du machen? Raps ernten. Ach so, naja. Na Moment, es läuft. Ach so, warte mal, aber die eine Seemaschine ist gleich fertig. Die eine Seemaschine ist gleich fertig. Auf Feld. Uiuiui, Timer schon wieder abgelaufen. Sau, ey, da haben wir ja gar nichts geschafft hier. So, warte mal, der erntet Raps. Wer sitzt im Arktos drin, ne? Keiner. Welchen in dem roten? Ja. Ich. Kann ich gleich mal auslernen fahren. So, Weizen war es erstmal, oder? Hallo? Ja, keine Ahnung. Auf meine Frage, I need a Rückinfo. Sollte eigentlich gewesen sein, ja. Sollte es gewesen sein, gell? Ich kann ja hier nochmal kurz gucken. So, Weizen, Feld 10. So, aber abgeerntet, gell? Ja. Gut. So, sehr schön. Na gut, dann war es das erstmal wieder gewesen. Der Part ist leider schon wieder vorbei.
Das ging ja schneller, als wir Leiter sagen konnten. Leiter? So, na gut. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Lasst uns einen netten Kommentar da, einen Daumen oder schaut mal auf dem Kanal vorbei. Und ja, das war's erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euch noch einen schönen Tag oder Abend. Dann tschüssi. Tschüss.